Wasche, Dennis hier. Sammy ist auch wieder mit am Start. Heute laufen wir den Rotalber Felsenwanderweg, zumindest ein Teilstück davon. Der komplette Felsenwanderweg geht über 45 Kilometer. Den laufe ich dann irgendwann mal, wenn ich alleine bin. Mit ihm hier machen wir jetzt, was haben wir gesagt, 12 Kilometer? Ja, so knappe 12 Kilometer. Der Weg führt an der Bärenhöhle vorbei. An der Rotalber Bärenhöhle. Das ist die größte natürliche Höhle der Pfalz. Die bekommt ihr dann auch noch zu sehen. Wir laufen den Weg in die entgegengesetzte Richtung, weil wir direkt an der Höhle vorbei wollen. Weil wir uns da noch schön Frühstück machen wollen. Richtig? Ja. Wir haben nämlich Kohldampf und wir sind ziemlich früh unterwegs. Viel Spaß! Vollwertiges Mittagessen. Mittlerweile ist es Mittag. Es gibt gebackene Bohnen gemischt mit Chili-Bohnen. Wird sehr lecker. Oh, geil. Oh, richtig gut. So, für uns geht es jetzt weiter. Unseren Müll nehmen wir natürlich mit. Den von anderen auch, wie üblich. Und dann zeigen wir euch, wie es jetzt weitergeht auf dem Weg.
Ich habe vergessen, die Strecke mit Komoot aufzuzeichnen. Blöd. Aber dann verlinke ich euch irgendeine Tour, die hier lang führt. Ich glaube, das ist auch nötig. Ich habe gesehen, die Beschilderung hier ist nicht so toll. Also nicht wirklich toll. Aber gut, ich komme klar soweit. Wie gesagt, ich verlinke es euch. Also eine andere Tour halt. Und dann geht's weiter. Also es ist ein schöner Weg. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass da oben direkt die Straße ist. Das ist ein bisschen nervig, dass da im Hintergrund immer die Autos zu hören sind. Ist bestimmt auch im Video nicht so schön. Aber ich kann es halt leider nicht ändern. Aber so, vom Weg her, absolut top. Gibt es nichts zu meckern im Moment. So, wir nähern uns dem Ende unserer Tour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, liken, kommentieren, abonnieren. Ich danke euch, bis die Tage. Ciao. Ciao.